Julian Assange in solchen Zeiten wie diesen besonders wird. Also mindestens so einer wie Julian wird besonders. Der sich rumguckt, wird feststellen, dass wir eine betonierte Medienlandschaft haben. Ich kann vor lauter Infektionszahlen schon gar nichts anderes mehr hören. Gibt es schon mal andere? Gut, Sport und Wetter, ja. Aber außer Infektionszahlen scheinen die herrschenden Medien nicht viel anderes zu verkünden zu haben. Dass Assange keine Rolle spielt, das sind wir ja ohnehin schon gewohnt. Diese sonderbaren Kollegen bei den Medien, die ihren Kollegen, der im Gefängnis ist, dem es schlecht geht, die diesen Kollegen völlig vergessen haben, diese sonderbaren Kollegen sind fixiert auf Meldungen, die die Regierung gerne lesen, sehen, hören, verbreitet haben, wissen will. Das ist eine erbärmliche, niedrige Art der Berufsauffassung. Das ist unangenehm. Das ist schon das, allein das mitzubekommen ist mir unangenehm. Das ist was Klebriges. Was hoffen sich die Kollegen? Hoffen sie, sie kommen auf der Karriereleiter schneller nach oben, wenn sie schweigen? Wenn sie so tun, als ob das völlig normal wäre, dass man über einen sterbenden, einen langsam siechenden Menschen schweigt auf der einen Seite, auf der anderen Seite sich bei einem Thema aufhält, wo der ganze Teil der Recherche, was ist denn nun exakt mit dem Virus? Wie bedrohlich ist er denn? Also dieser wissenschaftliche Dialog, der ja notwendig wäre, der wird in diesen Medien komplett völlig ausgeblendet. Das ist schrecklich und erbärmlich. Deshalb sage ich, Julian, wenn du uns hören könntest, dann würde ich dir gern sagen, du fehlst uns. Du fehlst uns, weil du ein mutiger Mann bist, aber du fehlst uns auch, weil du gewusst hast, wo man diese und jene Information, die wir so dringend brauchen, noch kriegen kann. Auf Wegen, die uns vielleicht verschlossen sind. Aber du hast sie rausgeholt, die wichtigen Informationen, die für uns Bürger, für uns normale Leser, Zuschauer, Hörer wirklich relevant und interessant wären. Es ist ein Jammer, dass es solche wie dich nicht zu Dutzenden gibt, sondern dass es stattdessen in den Medien Leute gibt, die sozusagen dich beschweigen, die über die Situation, in der wir sind, in einer Art, ich sage mal, ein Corona-Ghetto medial sind, dass wir auch über diese Situation schweigen, dass ihnen das gar nicht wehtut, dass es sozusagen eine geschlossene, eine einzige Meinung gibt, und zwar möglichst die der Kanzlerin. Das ist übrigens diese Kanzlerin, die jüngst Leute wie mich in die Nähe der Psychiatrie gebracht hat. Es ist sehr sonderbar, dass eine Autistin wie Frau Merkel, gut, das ist ein Krankheitsbild, das sollte ich nicht verwenden. Also eine in sich sehr geschlossene, sehr gefestigte Person, die sehr überzeugt ist von ihrer Meinung, dass sie über meine Psyche urteilen möchte. Und über die der anderen, die sagen, nee, Alter, wir wollen ein Stückchen Demokratie behalten. Wir wollen nicht, dass ihr alleine da oben entscheidet, wie dieses Land weitergehen soll und nicht. Also die Frau urteilt über mich und über andere, wie denn deren Psyche beschaffen ist. Sehr, sehr sonderbar. Es ist etwas, ich kann mich erinnern, dass in der Karriere von Julian Assange auch immer über seinen Charakter überlegt wurde, was er denn für einen hat, ob er denn wirklich vielleicht ein bisschen arrogant ist, ob er denn wirklich ein ehrlicher Mensch ist. Ich kann nur sagen, von dem, wie er gearbeitet hat, wie er sich für uns eingesetzt hat, wüsste ich keinen Journalisten, der ehrlicher, gerader und aufrechter wäre als Julian Assange. Wir sagen Julian von hier aus, Alter, Es muss verdammt schwer sein. Wir können es kaum nachvollziehen. Wir wissen, dass du viel zu lange schon in diesem dreckigen Gefängnis bist. Wir wissen, dass du Freiheit brauchst. Du bist ein aufrechter, freier Mensch. Und wir wollen, dass du zu uns freien Menschen zurückkommst. Dafür stehen wir hier, heute und auch in den nächsten Tagen. Free Julian Assange. Free, free, free Assange. Free, free, free Assange. Free, free. Er appellierte am 8. Dezember an die britischen Behörden, Julian Assange sofort aus der Haft zu entlassen und ihn während der US-Auslieferungsverfahrens unter bewachten Hausarrest zu stellen. Er machte den dringenden Aufruf 10 Jahre nach der ersten Verhaftung von Herrn Assange am 7. Dezember 2010.
inmitten eines Ausbruchs von Covid-19 im Belmarsh-Gefängnis. Berichte besagen nämlich, dass 65 von etwa 160 Insassen, einschließlich einer Anzahl in dem Flügel, in dem Herr Assange festgehalten wird, positiv getestet wurden. In einer Stellungnahme vom Dezember 2015 stellte die UN-Arbeitsgruppe für willkürliche Inhaftierung fest, dass Herr Assange seit seiner Verhaftung am 7. Dezember 2010 verschiedenen Formen willkürlicher Freiheitsberaubung ausgesetzt war. Darunter 10 Tage Haft im Londoner Wandsworth-Gefängnis, das war damals 2010, 550 Tage Hausarrest, also er musste da mit Fußfessel herumlaufen, und die Fortsetzung der Freiheitsberaubung in der ecuadorianischen Botschaft in London, die fast 7 Jahre andauerte. Seit dem 11. April 2019, wie ihr wisst, wird Assange in nahezu vollständiger Isolation in Belmarsh festgehalten. Die britischen Behörden hielten Herrn Assange zunächst aufgrund eines von Schweden ausgestellten Haftbefehls im Zusammenhang mit Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens fest, die inzwischen aus Mangel an Beweisen formell fallen gelassen wurden. Heute wird er ausschließlich zu präventiven Zwecken festgehalten, um seine Anwesenheit während der laufenden US-Auslieferungsverfahren sicherzustellen. Ein Verfahren, das durchaus mehrere Jahre dauern kann, sagte Meltzer. Herr Assange ist kein verurteilter Straftäter und stellt für niemanden eine Bedrohung dar. Daher ist seine andauernde Einzelhaft in einem Hochsicherheitsgefängnis weder notwendig noch verhältnismäßig und entbehrt eindeutig jeder rechtlichen Grundlage. Dieser Artikel ist verfasst von Slavoj Žižek, den wird kaum jemand kennen. Doch. Ich kannte ihn nicht. Der hat ja 40 Bücher wohl geschrieben, in 15 Ländern veröffentlicht, in Slowenien. Die Überschrift lautet: Sie töten Assange langsam, er leidet für uns alle. Es gibt einen alten Witz aus dem Ersten Weltkrieg über den Austausch von Telegrammen zwischen den Hauptquartieren der deutschen und der österreichisch-ungarischen Armee. Berlin schickte folgende Nachricht nach Wien: Die Lage auf unserer Seite der Front ist ernst, aber nicht katastrophal. Zurück kam: Bei uns ist die Lage katastrophal, aber nicht ernst. Die Antwort aus Wien scheint ein Modell dafür zu sein, wie wir heute auf Krisen reagieren, sei es die Corona-Pandemie oder die Waldbrände, nicht nur im Westen der USA. Ja, wir wissen, eine Katastrophe steht bevor. Die Medien warnen uns die ganze Zeit schon, aber irgendwie sind wir nicht bereit, die Lage ernst zu nehmen. Ähnlich verhält es sich mit dem Schicksal von Julian Assange. Sein Fall ist eine juristische und moralische Katastrophe. Er darf im Gefängnis seine Kinder und seine Mutter nicht sehen. Er darf sich mit seinen Anwälten nicht regelmäßig austauschen. Er ist psychologischer Folter ausgesetzt. Sein Überleben steht auf dem Spiel. Killing him softly, wie es in dem bekannten Fugees Song heißt. Und doch scheinen nur wenige Assange Situation ernst zu nehmen und sich bewusst zu sein, dass mit seinem Fall unser aller Schicksal verhandelt wird. Assange kämpfte für Transparenz im digitalen Raum. Und es liegt eine grausame Ironie in der Tatsache, dass die Pandemie als Vorwand benutzt wird, um ihn von seiner Familie und seiner Verteidigung zu isolieren. Wir sind jederzeit bereit, gegen die Freiheitseinschränkungen zu protestieren, die China Hongkong auferlegt. Sollten wir diesen Blick nicht auch auf uns selbst richten? Max Horkheimer schrieb Ende der 1930er, wer aber vom Kapitalismus nicht reden will, der sollte vom Faschismus schweigen. Unsere Version davon ist, wer nicht über das Unrecht gegen Assange sprechen will, sollte auch zu Menschenrechtsverletzungen in Hongkong und Belarus schweigen. Der Rufmord an ihm ist einer der Gründe, warum zu seiner Verteidigung nie eine breitere Bewegung entstand, wie etwa Black Lives Matter oder Extinction Rebellion. Jetzt, da Assanges nacktes Überleben in Gefahr ist, kann nur eine solche Bewegung ihn
vielleicht noch retten. Der Preis für die Veröffentlichung von wahren Informationen. WikiLeaks hat nachweislich noch nie eine Falschinformation veröffentlicht. Wird hoch sein. Momentan beläuft sich der Preis auf 175 Jahre Haft. Assange soll in die USA ausgeliefert werden, wo er wegen Spionage angeklagt ist, gestützt auf ein Gesetz von 1917. Es wäre ein Präzedenzfall, eine Überschreitung sämtlicher Grenzen. Herrschaft braucht aus seiner Sicht Verschwörung. Es gibt keine Herrschaft weniger über viele ohne Absprachen. Julian Assange hasst die Verschwörung der Mächtigen gegen die vielen. Sie ist ein Verrat an der Demokratie. Und er hat sich vorgenommen, die Verschwörung zu zerschlagen. Assange brauchte für seine Revolution kein lautstarkes Manifest. WikiLeaks war sein Manifest. WikiLeaks ist ein Asyl für geheime Informationen. Eine virtuelle Fabrik der Wahrheit. Jeder Leak zeigte den Mächtigen, ich sehe das, was ihr nicht wusstet, dass ich es sehe. Sonst hättet ihr es vielleicht nicht gewagt. Und ich zeige es allen. Ihr könnt euch nie mehr sicher sein, wenn ihr etwas Kriminelles tut. Egal, ob es Kriegsverbrechen von Staaten, Steuerhinterziehung von Banken oder die Methoden von Scientology sind. Wie verhindert man also den Verrat Mächtiger an der Demokratie? Leaks sind ein brutales, aber letztlich einzig mögliches und daher notwendiges Mittel. Die Ultima Ratio. Aber ich füge hinzu, es ist nicht die Ultima Ratio, denn wir, die wir den Protest führen seit vielen Jahren, auch die weltweite Bewegung zur Befreiung von Julian Assange, ist auch eine Ratio, keine letzte. Und wir werden das, müssen es schaffen, dass unsere Ultima Ratio der Solidarität mit ihm auch einen Erfolg haben wird. Ja, danke. Wir sind damit nicht einverstanden, dass uns Informationen vorenthalten werden. Wir wollen Julian Assange und damit der Pressefreiheit den Rücken stärken. Einfach auch darum, weil wir selber es brauchen. Denn was passiert, wenn wir keinen Zugang zu wahren Informationen mehr haben? Wir sind auf Regierungspropaganda angewiesen, die die Medien halt veröffentlichen, weil sie wissen, da machen sie nichts verkehrt. Und doch ist es ein großer Fehler, nur noch gefilterte Informationen an die Menschen zu geben. Und deswegen sind wir hier, deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr am hellen Tag, sozusagen am Sonntag, den 3. Januar ab 14 Uhr, euch mit hier einfinden könnt und da auch noch die Fahne der Pressefreiheit für Julian Assange und seine Freiheit hochzuhalten. Vielen Dank für eure Unterstützung. Freiheit für Julian Assange. Free, free, free Assange. Free, free, free Assange. Free, free, free Assange. Free, free, free Assange.